ist, dann können wir euch recht herzlich begrüßen zum Webinar heute Abend mit dem Thema Demokratiekultur oder demokratische Kultur bedeutet auch Streitkultur. Mein Name ist Roxana Ehrert und ich habe bis letztes Jahr noch am United World College in Freiburg gearbeitet und unterrichtet im Fach Wirtschaft. Und mein Name ist Chiara Perone. Ich arbeite noch immer beim United World College, Robert Bosch College in Freiburg. Ich unterrichte Mathe, Physik und Erkenntnistheorie. Und direkt vorab wollten wir wegen der Kommunikation fragen, ob es für alle in Ordnung wäre, wenn wir beim Du bleiben in dem Webinar. Wenn jemand dagegen Einspruch erheben möchte, dann darf ich auf die Chatfunktion verweisen. Da könntet ihr auch eine Nachricht direkt an uns oder in die ganze Gruppe schicken, wenn das Du nicht gewünscht wäre. Ansonsten würde ich es der Einfachheit halber dabei belassen. Genau. Und ehe ich dann direkt einsteige und kurz erkläre, was wir heute vorhaben, auch noch ein Verweis auf die Unterlagen. Ich habe keinen Widerspruch gefunden, also vielleicht die Unterlagen, die ihr findet. Unter dem Tabulator Unterlagen, da ist einmal SEDA Webinar, das ist ein Handout, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, und einmal das Webinar, die Präsentation, die wir erstellt haben, damit man einfach im Nachgang noch ein paar Unterlagen hat, um nochmal nachzulesen. Gut. Demokratie und Streit ist unser Thema heute Abend. Wir haben hier ein Zitat von Jürgen Wiebeke mitgebracht, der sagt: Es ist höchste Zeit für jeden von uns, sich ein Selbsterziehungsprogramm gegen die eigene geistige Trägheit aufzuerlegen. Schwaches Denken heißt auch, dass ich meine Manipulierbarkeit weiß und daher immer bestrebt bin, die eigene Blase zu verlassen, dass ich meine Skepsis nicht verliere, wenn mich Nachrichten von Gleichgesinnten erreichen, dass ich meine Neugierde auf das nicht verliere, was meinem Denken widerspricht. Die Demokratie hätte sich niemals entwickeln können ohne eine funktionierende Öffentlichkeit, in der debattiert und zivilisiert gestritten wird. Und wir haben dieses Zitat ausgewählt, weil es mit Sicherheit einigen von uns immer wieder begegnet, ob das jetzt am Küchentisch oder am Esstisch ist oder in den Klassenzimmern, in denen wir wahrscheinlich hauptsächlich tagsüber tätig sind. Und wir wollen heute einige Umgangsformen an unserer Schule vorstellen, wie wir versuchen, eine demokratische Diskussions- und Streitkultur dort zu entwickeln und zu etablieren. Genau, wir sehen jetzt hier den Überblick. Wir haben uns schon vorgestellt. Das Thema haben wir auch vorgestellt. Wir sind jetzt also gleich beim dritten Punkt. Ich sage ganz kurz ein paar Worte zu unserer Schule, weil sie etwas, sag ich mal, aus dem Rahmen fällt, von sonstigen Schularten, die uns vielleicht bekannt sind. Und dann kommen wir auch relativ rasch schon in die Anwendungsphase. Da haben wir drei Szenarien mitgebracht oder ausgewählt, die einmal illustrieren, dass wir mit bestimmten Sprachhierarchien, nicht nur an unserer Schule, sondern allgemein in der Gesellschaft und auch sonst in Klassenzimmern zu tun haben und wie man damit umgehen kann. Das zweite Szenario sagt etwas vage, eine andere Sprache, die werdet ihr dann gleich sehen. Und das dritte Szenario ist dann das Analytische. Dort werden wir nämlich ein Tool vorstellen, das es uns ermöglicht, Kommunikation, Debatten und Diskurse zu evaluieren auch. Und am Schluss werden wir dann noch Zeit haben für offene Fragen und eine kurze Feedback-Runde. Hier sehen wir ein Foto vom United World College, Robert Bosch College in Freiburg, das seit 2014 eines von insgesamt 18 United World Colleges weltweit ist. Das sind alles internationale Oberstufeninternate, die im Laufe des letzten halben Jahrhunderts sich entwickelt haben. Die gehen zurück auf Kurt Hahn, einen Erlebnispädagogen, der hier Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt zusammenbringen möchte, die dann auch zusammenleben und zusammen eine Gemeinschaft, eine Community auch entwickeln und bilden, lernen. Es sind bei uns an der Schule 200 Schülerinnen und Schüler aus rund 100 Ländern,
von allen Kontinenten und 80% der Schülerinnen und Schüler sind auf einem Vollstipendium, sodass sie auch ganz unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe haben. Und es ist auch nicht, also der Zugangsprozess ist nicht rein akademisch. Das heißt, wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die unterbrochene Bildungsbiografien haben oder nicht zwangsweise Englisch als erste Fremdsprache auf B- oder C-Niveau sprechen. Genau, ich glaube, das reicht so für den ersten Überblick. Sie machen dort alle ein Abitur, also bekommen eine Hochschulzugangsberechtigung und gehen dann weiter in die USA, Großbritannien, unterschiedliche europäische Staaten sehr häufig oder in asiatische Länder, um dort dann zu studieren. Okay, dann können wir direkt übergehen zum ersten Szenario. Chiara, che bello vederti, come stai? Ma non c'è male, anzi, direi che va tutto a gonfie vele. Siamo qui a Friburgo, è quasi primavera, e a te come va? Ma così così, la primavera è arrivata un po' troppo presto, non ti pare? Beh, in effetti, qui gli alberi da frutto sono già in fiore da gennaio. Un po' fa preoccupare anche me questa cosa, dico la verità. Naja, das war unser erstes Szenario. Und ich habe jetzt zwei Fragen für euch. Erstens, habt ihr alles verstanden? Und ich möchte euch bitten, jetzt beide Fragen, die ich stellen werde, im Chat zu beantworten. Ja, also die erste Frage, und dann können wir auch sehen, ob alles funktioniert. Habt ihr alles verstanden? Also die Chat jetzt sollte auf der rechten Seite liegen. Ja, gern. Ja, gern. Dann gibt es Nein. Gar nicht. Jetzt wäre die Frage. Dann haben wir auch eine Zustimmung, Roxana, wegen dieser Dutzen. Ja, gern mit du. Genau. Weniger Wörter. Das war Uta. Mhm. Perfekt. Dann frage ich meine zweite Frage. Ja. Wie habt ihr euch während unserer kleinen Unterhaltung eigentlich gefühlt? Ja, ich wiederhole das. Wie habt ihr euch während unserer Unterhaltung gefühlt? Also wir haben ausgeschlossen. Das ist unsere erste Antwort. Auch ausgeschlossen. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ich bleibe jetzt anonym. Also sag alles anonym. Ich warte noch 10 Sekunden, Roxana. Und jetzt habe ich unwohl. Und ich habe euch gerne zugesehen. Ihr schien Freunde und Spaß gehabt zu haben. Okay, super. Also wir haben dieses Szenario, ich kläre ein bisschen weiter. Wir haben dieses Szenario aufgrund unserer großen Herausforderungen vorgestellt. Und zwar, also eine unserer größten Herausforderungen hier ist die Ausgrenzung, die sich durch Sprache in unserer Schule oft entwickelt. Also einige Schülerinnen sind nicht Englisch-Muttersprachler. Die Unterrichts- und Kommunikationssprache ist jedoch Englisch. Das heißt, dass eine klare Sprachhierarchie kann so eine Ausgrenzungserfahrung führen, und zwar akademisch, aber auch sowie auch sozial und gesellschaftlich. Und ja, das Wort hier, was im Chat steht, ausgeschlossen, ist genau das Gefühl, das unsere Schüler oft haben, besonders am Anfang des Jahres. Warum ist dieses Thema uns so wichtig? Also Menschen, sagt Michel Tomasello, der amerikanische Anthropologe, zeichnen sich durch eine geteilte oder kollektive Intentionalität. Und vielleicht das ist, was ihr euch zwischen Roxana und mich sieht jetzt, weil wir so viel Spaß haben. Also sie streben danach, Erfahrungen, Absichten, Interessen, aber sowie auch Regeln gemeinsam zu teilen. Und wir sehen es nicht als eine Option, dieses Streben abzuschalten, weil eigentlich wirkt es mehr als nur Streben. Also diese Erfahrungen, Absichten, Interessen, Regeln sind eine Notwendigkeit, sehen wir als eine Notwendigkeit. Also wir möchten euch jetzt ein kurzes Video zeigen, um darzustellen, wie wir damit umgehen. Und dann werden wir ein bisschen mehr erklären, wie wir diese Sprache auch verwenden. Mhm.
Okay, das ist Jana. Ich bin Jörn. Wir sind im Robert-Bosch-College in Freiburg und ich habe hier bei der Unterrichtskonstellation kennengelernt diverse geheime Zeichen, mit denen Diskussionen strukturiert werden. Und wir haben so quasi eine Geheimsprache, sodass man nicht nur sagen kann, ich möchte auch was sagen, sondern verschiedene Zeichen. Also das gibt es auch, ich möchte auch was sagen. Das ist im Prinzip, wenn man ein... Okay. Also ihr habt so quasi eine Geheimsprache, sodass man nicht nur sagen kann, ich möchte auch was sagen, sondern verschiedene Zeichen. Also das sieht auch, ich möchte auch was sagen. Das ist im Prinzip, wenn man einen neuen Punkt in eine Diskussion einbringen möchte. Okay. Und dann gab es noch den häufigsten Punkt, das war wie so. Ja, das ist auch gehörlose Sprache für Klatschen. Und das benutzen wir, um jemandem stumm zuzustimmen, damit man nicht immer das Gespräch unterbrechen muss, indem man irgendwas sagt oder klatscht. Aber es heißt so, genau das. Genau das, ja. Okay. Man muss dazu nochmal sagen, ihr seid Englisch gesprochen als Unterrichtssprache. Das ist was, was ist aufgeschrieben, es gibt ein T. Ein T. Das ist ein technical point. Das ist ein technical point, wenn man irgendwas Technisches anbringen will. Also nichts, was mit der Diskussion zu tun hat, sondern die Frage, ob man jetzt die Fenster aufmacht, weil es super heiß ist oder. Der Hinweis, dass der Akku von dem Laptop gleich leer ist, für mich sowas. Dann Clarification. Wenn man eine Frage zu dem gerade gesagt hat, keine inhaltliche Frage unbedingt, sondern wenn man das Gesagte nicht verstanden hat oder ja nicht genau verstanden hat, was der jetzt damit sagen will, dann kann man so nochmal nachfragen. Also wenn man sozusagen jetzt irgendwie dann fünf Leute was sagen konnten, dann würde ich gerne jetzt erstmal dazu was fragen, um es zu verstehen. Genau. Kann ich sozusagen an der Stange der Wortmeldung vorbei. Genau. Es geht auch mit etwas anderem, nämlich man kann so ein Zeichen machen für, ich möchte genau dazu noch was sagen. Das hier, das ist die Direct Response. Damit kann man zu dem Punkt, der gerade eben gesagt wurde, eine direkte Antwort geben. Darf aber auch nur genau dann gemacht werden. Also wenn jetzt jemand anders, dann kann ich dreimal eine Direct Response haben oder sonst. Ja. Wird man damit ja nicht mehr fertig. Okay, und dann geht es auch stattdessen. So? Ja, den haben wir gerade schon. Den neuen Punkt für eine Diskussion. Ja. Neuer Punkt, da ist von Technical. Proposal. Proposal. Wenn man etwas vorschlagen möchte, um es zur Abstimmung zu bringen. Okay. Also, wenn man die Diskussion jetzt gerne beenden würde, einen Vorschlag machen würde, wie man jetzt das Thema auflösen könnte. Und was für ein Amendment? Ja, das Amendment. Das ist das A dazu. Wenn man zu einem Proposal, das gerade gemacht wurde, noch etwas hinzufügen möchte, dann darüber auch abgestimmt werden möchte. Das haben wir alles drin. Ich glaube schon. Und das ist so, das wird einmal eingeführt, wenn man neue Einspiele bekommt. Dann haben wir sozusagen eine Mini-Lektion, eine Zeitsprache. Genau, das wird am Anfang im ersten im Student Meetings, wo sich der Schülerschaft trifft, wird es einmal eingeführt und dann soll es das ganze Jahr hindurch benutzt werden. Und wird es das auch? Ja, also vor allem Silent Agreement. Ja. Die Sache mit dem Amendment und so, das wird eher kritisch. Okay. Ja, also ich fand jetzt in meinem Beobachtung gerade das Silent Agreement auch sehr hilfreich, also weil es ja auch eine sehr aktive Form des Zuhörens ist, was, glaube ich, für die Diskussion, für die Sprechenden ganz hilfreich ist, aber überhaupt nicht ablenkt, nicht unterbricht und so weiter. Ja, total. Es gibt auch im Unterricht echt ein gutes Gefühl, wenn man einen Punkt bringt und dann stimmen alle Leute zu und man kann weiterreden, das bestärkt. Probieren wir aus. So. Ich würde jetzt behelfsmäßig einfach kurz die drei Handzeichen, mit denen wir auch weiterarbeiten werden, einfach so vormachen. Die drei Handzeichen, auf die wir uns im Folgenden konzentrieren werden, auch der Einfachheit halber, war einmal hier die Hände oben schütteln, das bedeutet, ich stimme einer Aussage zu. Das ist also ein stiller Applaus, auch in der gehörlosen Sprache. Dann haben wir die gleiche Geste nur nach unten. Das bedeutet, ich stimme nicht zu oder ich widerspreche dem Gesagten. Und die dritte Geste, die wir nochmal herausheben wollten, ist diese hier. Das bedeutet Clarification oder ich bitte um Klarstellung. Also ich habe irgendwas nicht verstanden. Dann weiß die Referentin oder der Referent oder der Sprecher, die Sprecherin einfach, ich muss es nochmal paraphrasieren, nochmal anders formulieren, anders ausdrücken. Unsere Sprache, diese gemeinsame Sprache, aber auch manchmal geheime vor Leute, die nicht hier wohnen, wird in verschiedene Situationen verwendet. Und diese, die ist irgendwie eine Stimme, auch wenn man nicht wirklich reden kann.
Und die wird dann in Foren, Meetings, aber auch Staff-Sammlungen manchmal, wenn es mehrere Leute gibt, verwendet. Und der Zweck ist, Teilhabe zu können und zu erleichtern, Teilhabe zu ermöglichen. Jetzt haben wir eine Liste gemacht, ja, um einfach um zu erklären, wo wir, so ein bisschen mehr zu erklären, wo wir diese Sprache verwenden. Also Assemblies, die sind wöchentliche schulische Vollversammlungen, Village Meetings, die sind außerordentliche Meetings, House Meetings, die sind regelmäßig, die finden regelmäßig jede Woche statt. Dann haben wir Student Meetings und Special Meetings. Ich verwende diese Sprache aber auch in der Klasse, so mit kleiner Gruppe, wenn ich zum Beispiel mit 15 Leuten zu tun habe und will einfach wissen, was Leute denken, wenn sie sich nicht trauen, immer ihre Meinungen zu äußern. Naja, wir möchten jetzt unser zweites Szenario vorstellen. Das ist eine Diskussion zwischen Roxana und mir. Ihr werdet jetzt die Möglichkeit haben, während der Diskussion durch die Kurzumfragefunktion auszudrucken, ob ihr zustimmt, nicht zustimmt oder stimmt zu, ja, oder ob ihr eine Klarstellung benötigt. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne angeben, dass wir die Diskussion nicht selbst geschrieben haben. Diese Diskussion kommt aus einem Buch Philosophy Gym von Stephen Law und wir haben dann alles bearbeitet und angepasst. Ich wiederhole aber, dass während unserer Diskussion die Kursumfragefunktion wird auf dem Bildschirm angezeigt und er wird diese Möglichkeit haben, weil wir eure Hände nicht sehen können, eure Meinungen zu äußern. Perfekt. Wollen wir anfangen, Roxana? Ja, du hast es zwar schon gesagt, aber ich wollte es auch nochmal wiederholen. Das, was wir sagen werden, entspricht auch nicht unseren Meinungen, unseren persönlichen Meinungen. Okay. Jetzt muss ich selbst einmal kurz schauen. Alles klar? Okay, wir beginnen. Was genau hat dich denn an den Plakaten zur Gleichstellung von LGBTQI, also sexueller Gleichberechtigung aller Menschen, so verärgert, dass du sie einfach abgerissen hast? Es ist einfach nicht richtig, homosexuell zu sein, Roxana. Das widerspricht meiner Religion. Gott wird sie bestrafen, steht in der Bibel, drittes Buch Mose. Dann starte ich die erste Kurzumfrage. Da seht ihr noch einmal kurz den Teil der Aussage, zu dem ihr Stellung beziehen könnt. Wir haben 75% Antworten. Warten wir noch mal ein paar Sekunden und dann schließe ich die Umfrage. Gut, dann schließe ich die Umfrage. Okay, hier wäre jetzt eine Bitte um Klarstellung, die an dich gehen würde, Chiara. Jetzt ist die Frage, machen wir weiter im Dialog, um diese Umfrage beizubehalten und um die Zeit beizubehalten, oder möchtest du etwas hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast? Naja, wenn also die Klarstellung normalerweise würden wir jetzt fragen, was die Frage ist. Und wollen wir das in den Chat schreiben? Ich würde tatsächlich mit einem Blick auf die Uhr sagen, dass wir uns besser nicht verzetteln, sag ich mal, in der inhaltlichen Diskussion. Okay. Und mal den Aber Fokus das können wir später fragen, ob es noch immer. Genau, also ich würde mir einfach eine Notiz machen, genau, dass zu diesem Punkt Klarstellung. Gut, dann machen wir weiter. Klarstellungsbedarf. Gut. Vielleicht gibt es aber gar keinen Gott und all das ist nur deine Einbildung. Abgesehen davon, warum sollte die Bibel absolut verlässlich sein und in jeder ihrer Aussagen richtig liegen? In eben diesem Buch steht auch, dass es falsch ist, Stoffe aus Leinen und Wolle zu tragen oder Geld zu verleihen und Zinsen dafür zu verlangen. Würdest du das genauso ablehnen? Nein, nicht wirklich. Eben, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Du gebrauchst also deine eigenen Auffassungen davon, was richtig und falsch ist und deine eigenen Moralvorstellungen, die du dir willkürlich aus der Bibel zusammensammelst. Ja, vielleicht, aber es ist einfach nicht... Oh, wir haben eine Frage.
Ah, du gebrauchst also deine eigenen Auffassungen davon, was richtig und falsch ist, und deine eigenen Moralvorstellungen, die du willkürlich aus der Bibel zusammensammelst. Ich würde die Umfrage insgesamt 1 Minute offen lassen, also noch 20 Sekunden, können alle antworten, dann die Umfrage schließen und okay, ja, fast alle gewählt, Umfrage geschlossen. Das sind unsere Ergebnisse, 100% Zustimmung. Dann gehen wir weiter. Jetzt darfst du, Chiara. Ja, vielleicht. Aber es ist einfach nicht natürlich. Die Natur hat Homosexualität nicht vorgesehen. Und Tiere verhalten sich nie homosexuell. Ja, das stimmt nicht ganz. Wir haben zwar kein Konzept von Homosexualität, das wir so auch auf Tiere anwenden könnten, aber es gibt Beobachtungen, dass zum Beispiel Schafböcke mit anderen Schafböcken schlafen. Und selbst wenn wir Homosexualität nicht in der Natur finden würden, würde das kaum bedeuten, dass sie schlichtweg falsch ist. Warum denn nicht? Im Fall von AIDS wissen wir zum Beispiel, dass HIV-Infektionen vor allem durch homosexuellen Sex verbreiten werden. Das tötet so viele Menschen. Auch das stimmt nur teilweise. Alle Arten von Sex und Austausch von Körperflüssigkeiten können HIV übertragen und es gibt auch Heterosexuelle, die das Virus bekommen. Jetzt, Okay, das bitte. stimmt. Genau, also Stellung beziehen kann man jetzt noch auf meine letzte Aussage. Ah. Nein, das war meine Aussage. Durch homosexuellen Sex verbreitet Ah, werden. stimmt, richtig. Unsere Ergebnisse zeigen, dass alle die Aussage quasi richtig verstanden haben, würde ich jetzt mal so deuten. Genau, wir haben also 100% der Leute, die nicht zustimmen. Dann mache ich weiter. Warum wäre es denn so falsch, wenn zwei Menschen gleichen Geschlechts einvernehmlich miteinander schlafen? Das schadet keinem und auch nicht denen, die es betrifft. Lass die Leute doch tun, was sie wollen und lieben, wen sie lieben. Nein, das geht nicht. Ah, ich sehe, jetzt sind wir schon eingespielt. Nach 10 Sekunden können wir die Umfrage. Ja, das finde ich eigentlich spannend. Oh. Da haben wir jetzt auch ein etwas ausdifferenzierteres Bild. Okay. Das heißt, ich jetzt als Sprecherin würde fühlen, okay, es gibt da auch unterschiedliche Haltungen in der Gruppe, mit der ich gerade diskutiere oder in der Gruppe, die der Diskussion teilhat. Mach ich weiter. Nein, das geht nicht. Gesellschaften, die sich nicht gegen Homosexualität stellen, gefährden die Familie. Familien brechen einfach auseinander und die Gesellschaft bröckelt und fällt irgendwann in sich zusammen. Das ist unsere letzte Frage, die fünfte von fünf. Und dann beschließen wir den Dialog auch. Schließen, Ergebnisse übertragen. Da hätten wir noch einmal eine Bitte um Klarstellung und ansonsten eine ablehnende Haltung. Ich notiere hier wieder Klarstellung, sodass wir bei Zeit am Ende nochmal darauf zurückkommen könnten. Und die Klarstellung, Oksana, ist, was ist eigentlich mit Klarstellung gemeint? Das ist eine Frage von Ulrich. Ah, Klarstellung, also die Einfo dass ich darum bitte, dass es eine Klarstellung gibt, das kann quasi alles sein. Ich signalisiere zunächst mal, irgendwas verstehe ich nicht. Ob das jetzt sprachlich ist oder inhaltlich, ist erstmal in der Geste nicht enthalten. Aber zumindest weiß man als Sprecherin oder Sprecher, ah, da sitzen Leute, die gerade nicht richtig folgen können. Und diese Leute haben quasi auch die Möglichkeit, das auszudrücken, ohne aufzustehen und vor einer Gruppe von Leuten zu sagen, so, ich verstehe nicht, was gemeint ist, oder vielleicht wissen die Leute, weiß die Schülerin, der Schüler oder auch der Gesprächspartner noch nicht genau, was genau der Aspekt ist, den sie nicht verstehen. Sie können erstmal einfach sagen, irgendetwas kann ich aktuell nicht folgen. Und dann würde man ins Detail gehen und versuchen, mit diesen Unklarheiten umzugehen. Gut, ich möchte jetzt ein bisschen weiter machen und die Frage ist jetzt, obwohl wir diese Sprache eigentlich sehr oft verwenden, wir wollen auch auf eine tiefere Ebene, ja, Ich habe sonst. noch eine Frage gesehen. Wie viele Personen sind in den einzelnen Meetings? Auch nochmal von einem Teilnehmer. Das nimmt nochmal Bezug auf vorhin.
Das wären unterschiedlich. Also ich kann jetzt quasi für die Assemblies sprechen, dass da 200 bis 250 Personen teilnehmen. In Klassenzimmern, in sehr kleinen Klassen, kann es auch mal passieren, dass man 8 bis 10 Schülerinnen und Schüler nur hat und dann quasi alles dazwischen. Wenn das Special Meetings sind, die einberufen werden mit Personen, die dieses Thema aktuell besonders betrifft, dann ist es eben diese Gruppengröße. Das kann dann variieren von 10 bis 100. Student Meetings wären eben die 200 Personen. Genau, also ganz unterschiedlich große Gruppen. Okay, also wir wollen jetzt auf einer tieferen Ebene ein bisschen schauen und auch uns die Frage stellen, wie sieht demokratisches Diskutieren aus? Also hier hattet ihr eine Stimme oder habt ihr eine Stimme, aber wir finden es oft auch in der Klasse so, dass das ist nicht tief genug, um zusammen zu lernen und zusammen also eine Gesellschaft zu binden. Und also diese Welt des Lernens wäre einfach zu begrenzt, einfach wenn zwei Leute zusammen reden und die anderen haben eine Zustimmung oder nicht. Beim Deutschen Lehrerforum, Roxana und ich haben wir uns gefragt, wie man demokratisch streiten kann. Und da ich mit einem Kodierungsrahmen vor meinem Masterarbeit gearbeitet hatte, habe ich dann Roxana vorgeschlagen, einen Kodierungsrahmen oder den gleichen Kodierungsrahmen zu verwenden. Roxana, kannst du vielleicht ein bisschen weiter mit dem PowerPoint machen? Ich habe extra nochmal angehalten, weil es nochmal eine Nachfrage zu den Gruppengrößen gab. Eine zweite Ja. Nachfrage. Die Frage war, ob es Gruppengrößen gibt, bei denen sich die Handzeichen besonders anbieten oder gut eignen. Also aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, muss ich sagen, eigentlich hatte ich da keine Präferenzen. Ich fand das immer toll zu sehen, wenn das eine große Gruppe war, wie irgendwie Meinungen oder Unklarheiten oder all das quasi gelagert sind. Aber ich fand es genauso hilfreich, besonders in Klassen, wo es einfach sprachliche Schwierigkeiten gab oder auch schüchterne Schülerinnen und Schüler. Das gibt es ja immer überall, besonders auch in einem Kontext, wo sie aus aller Welt ganz neu in ein Internat kommen, dass sie einfach nochmal eine andere Kommunikationsform, eine andere Ausdrucksmöglichkeit finden. Und wahrscheinlich ist es auch dann nochmal die Gruppendynamik individuell oder in jeder Gruppe, die das jetzt gut gelingen lässt oder schwieriger macht. Es ist auch so in Klassen, wir haben mehrere Schüler, die so politisch sehr engagiert sind und ihre Stimme ist sehr laut. Und dann gibt es so eine Reihe, oder ein Niveau, wo Leute einfach nichts sagen. Und für Leute, die nichts sagen möchten, aber irgendwie die Meinungen äußern möchten, ist es sehr wichtig, dass sie eine Stimme in diesem Fall haben. Und das ist auch in einer Gruppe mit 4 Schülern wichtig. Also ich verwende das jetzt fast jeden Tag. Ja, gut. Ah, danke, Roxana. Aber wir sind wieder jetzt bei dieser Kodierungsrahmen. Also wir haben uns wirklich gefragt, wie diskutiert man demokratisch und kann man das qualitativ oder quantitativ irgendwie schätzen? Und ja, ich habe diese Kodierungsrahmen Roxana gezeigt und sie hat gesagt, dass es irgendwie okay war und wir haben damit gearbeitet, so ein bisschen weiter. Dieser Kodierungsrahmen ist eigentlich auf Englisch geschrieben. Es wurde auf Englisch geschrieben und das heißt CEMUNM Scheme for Educational Dialogue Analysis, wie es hier untergeschrieben ist. Dieser Rahmen ist eigentlich die Ergebnis eines Kooperationsprojekts zwischen University of Cambridge und Universidad Nacional Autónoma de México. Mein Spanisch ist sehr schlecht, Entschuldigung. Und es wurde 2016 veröffentlicht. Und es handelt sich eigentlich um eine komplexe und leistungsfähigen Kodierungsrahmen, der versucht, Gemeinsamkeiten zwischen einigen wichtigen Theoretikern auf dem Gebiet der produktiven Formen des Bildungsdialogs. Also es geht um Bildungsdialogs, nicht unbedingt Demokratie. Ich habe das aber für Matheunterricht Analyse verwendet. Und um mit Demokratie zu gehen, haben wir uns entschieden, 3 von diesen 8 Kategorien,
uns da zu konzentrieren. Jetzt haben wir kann man gut sehen, finde ich, zu Ausführungen und Schlussfolgerungen einladen. Also das ist jetzt mit E, also einfach kurzer gemacht, Positionierung und Koordinierung, P, und logisches Denken explizit machen. Also wir haben uns gedacht, okay, es gibt 8 Kategorien, aber welche sind die wichtigste für oder um Demokratie oder demokratisches Diskussionen zu zeichnen. Ja, wir werden uns heute auf diese 3 Kategorien auch konzentrieren, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mitzuteilen, dass es eigentlich, was wir machen jetzt, ist ziemlich vereinfacht, aber wir werden jetzt versuchen, CEDAR direkt zu verwenden oder mindestens ein klein bisschen zu verstehen. Und dafür wollen wir euch die Möglichkeit geben, also die passende Beschreibung für jeden Satz zu finden. Also ich sage im Voraus Bescheid, dass es nicht unbedingt einfach wird und dass manchmal, es gibt manchmal mehr als eine richtige Antwort. Wir haben jetzt Sätze 1 bis 7 und ja, ich würde euch bitten, einfach in den Chat, ist das richtig, Roxana, zu schreiben zum Beispiel, was es ist, oder wolltest du die Antwort, Roxana, einfach zusammen? Nee, ich würde sie einfach in den Chat schreiben. Was da hilfreich wäre für uns natürlich, wäre, wenn nicht jede Person jede Antwort einzeln eingibt, sondern wenn quasi einmal geschrieben wird, 1 ist XY, 2 Z, 3 und so weiter. Also wenn man das in einer Antwort macht, dann ist es etwas übersichtlicher und dann können wir damit auch besser arbeiten. Und genau dieses Slide, diese Folie findet ihr auch in den Unterlagen. Also wenn ihr das nicht so gut erkennen könnt oder das als PDF aufrufen möchtet, um es nochmal genauer durchzulesen oder reinzuzoomen, dann könnt ihr das über die Unterlagen auch jetzt machen. Und gut, und Roxana, wir haben so 5 Minuten. Ist das richtig? Oder vielleicht ein bisschen weniger? Ja, ich würde mal fragen oder mal schauen, wie es nach 3 Minuten aussieht. Wir sehen ja, wann die Antworten. Also die Aufgabe ist quasi, weil die Frage kam nochmal, ob wir die Aufgabe nochmal erläutern können. Die Aufgabe ist, herauszufinden oder sich zu überlegen, wie wir die Aussage kategorisieren können. Also das Beispiel für Satz 1 wäre, was könnte also passieren, wenn? Ist das eine Einladung, dass jemand schlussfolgert oder etwas genauer ausführt, dann kann man sich hier die Beispiele anschauen und überlegen, passt das denn in diese Kategorie Sprachakt oder Aussage? Dann könnte man überlegen, ja, ist diese Frage jetzt eine Positionierung, also dass ich meinen Standpunkt verdeutliche oder klar mache, oder ist dieser Satz, macht dieser Satz deutlich, was ich schlussfolgere oder wie ich zu einer logischen Schlussfolgerung komme? Und dann haben wir hier nochmal ein paar Beispiele. Und die Aufgabe wäre quasi, uns die Antworten derart zu schicken, dass man dann sagt, 1 ist, und dann den Buchstaben, die Buchstabenabkürzung verwendet, und dann 2 ist, wieder den Buchstaben und so weiter. Und ich sehe gerade einen kleinen Fehler auf dem Handout. Wir haben nämlich E, P oder D. Das R, das auf der rechten Seite im pinken Kasten steht, das kommt von vom Englischen. Also ob jetzt R oder D eingefügt wird, das können wir dann hier gut auseinanderhalten. Wählt ihr einfach die Abkürzung, mit der ihr arbeiten wollt. Ist schon super. Wir haben schon 2 Antwortenreihe. Roxana, wollen wir, also sollte ich da ein bisschen kommentieren? Also ich kann einfach meine Antworten geben und erklären ein bisschen. Also als Antwort hatte ich vor 1 E, und eigentlich diesen ersten Satz ist die einzige, wo die Stimmung, also wir nicht alle gleich sind, weil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sind eindeutig eigentlich bei alle unserer Teilnehmer, soweit ich sehen kann. Und 1 wäre für mich dann E. Das wäre eine Ausführung, also Einladung zur Ausführung und Schlussfolgerung, weil das eine Frage ist. Aber man könnte das auch als, also hier hat Simon geschrieben, ich hoffe, dass Simon richtig ist als Name. Das war logisches Denken explizit machen. Ich werde das als logisches Denken mehr nehmen, wenn das ein Satz wäre statt eine Frage.
Ja, aber manchmal sind die Antworten nicht so wirklich eindeutig. Sollte ich noch weitermachen? Wollen wir weitermachen? Oder gibt es vielleicht andere Frage? Jetzt gibt es ja 6, 7p, ja. Genau, ich würde einmal kurz unsere Antworten sagen, damit das alle haben und alle mitnotieren können, um das nochmal abzugleichen, oder? Ja, gut. Genau, und dann weiter. Genau. Also wir hatten eins ist eben, hatten wir als Musterlösung E, Ausführung und Schlussfolgerung. Zwei kann sowohl eine Positionierung als auch logisches Denken, also RP sein. Drei wäre wieder E gewesen für uns, also die Einladung, sowohl auch als auch vier, die Einladung. Fünf wäre wieder logisches Denken, explizit machen und sich positionieren, R und P. Und sechs und sieben hatten wir jetzt als Musterlösung festgelegt, eine Positionierung gewesen, also dass ich meinen Standpunkt klar mache. Ja, Okay. und das ist oft auch wichtig, dass wenn man sich positioniert, Entschuldigung, auch einen Grund gibt, warum stimme ich zu oder warum stimme ich nicht zu. Und das ist, was uns fehlt, wenn wir einfach diese Sprache verwenden. Genau. Ich würde jetzt für den nächsten Schritt lassen wir wieder ein Video abspielen. Das ist eine Diskussion über den Gebrauch von Handys an Schulen. Und wir wenden jetzt quasi diese drei Sprachakte, mit denen wir hier gearbeitet haben, auf eine ja, Live-Diskussion an. Dazu würden wir empfehlen, dass die PDF-Datei runtergeladen wird, sodass ihr sie vor euch auf dem Bildschirm habt und am besten vielleicht ein Zettel Papier neben dem PC liegen haben, wo ihr eine Strichliste anfertigen könnt. Ich hatte hier jetzt schon, das wäre jetzt meine Musterlösung. Ich hatte einfach E, P und R aufgeschrieben und dann eine Strichliste gemacht, so häufig, wie ich dachte, ah, die Person hat jetzt gerade jemand anderen dazu eingeladen, auch mal teilzunehmen an der Diskussion. Oder wenn jemand genau erklärt hat, wie er oder sie jetzt auf den Gedanken kam, dann habe ich da einen Strich gemacht. Es geht jetzt quasi um eine quantitative Analyse erstmal, obwohl es jeder auch oder vor allem für qualitative Analysen entworfen wurde. Das haben wir jetzt auch aufgrund des Formats des Webinars gemacht, weil sich das hier besser einfügt. Also ich lasse das Video wieder über meinen Computer spielen, hoffe, dass mittlerweile alle die PDF CEDA Webinar runtergeladen haben, sodass das als Handout vorliegt oder als Orientierungspunkt. Fahren wir fort. Das Video, also keine Panik, es geht jetzt nicht um Vollständigkeit, sondern nur mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann man das denn in der Diskussion anwenden. Wir spielen das Video oder einen Teil des Videos zu 2 Minuten auch zweimal ab. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freistunde. Wir sind die Schüler der 10. Klasse des Lili-Braun-Gymnasiums in Spandau und heute diskutieren wir über ein überaus interessantes Thema. Und zwar, sollte das Benutzen des Handys an Schulen komplett erlaubt werden oder nicht? Na klar haben wir geteilte Meinungen, und zwar die Pro-Seite und die Kontra-Seite. Nun fangen wir an. Was denkt die Pro-Seite dazu? Sollte das Handy endlich mal erlaubt werden oder nicht? Meiner Meinung nach sollten Handys im Unterricht erlaubt werden, aus dem Grund, dass man einfach ganz schnell Vokabeln in zum Beispiel Französisch oder in Englisch nachschauen kann und man nicht den Lehrer stören muss, weil häufig erklärt der Lehrer und dann meldet man sich, dann dauert es ewig, bis man rankommt und dann hat schon gar keinen Sinn mehr, hat die Frage schon gar keinen Sinn mehr und dann kann man einfach schnell kann man die Vokabeln schnell in den Google-Übersetzer eingeben, dann hat die Lösung. Und es geht einfach viel schneller und einfacher, als wenn man immer gleich den Lehrer fragt und da irgendwie die ganze Klasse nervt, obwohl manche die Vokabel schon längst wissen. Das Argument mit den Übersetzerprogrammen auf dem Handy ist ja ziemlich schwerwiegend. Was sagst du denn dazu? Also eigentlich würde ich da Johanna zustimmen. Ich fände das auch eine sehr gute Idee, dass man dann einfach schnell irgendwelche Vokabeln also nachgucken könnte im Handy durch eine Übersetzungs-App. Aber ich muss dazu sagen, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man dann ein Wort gerade nachgucken möchte, aber dann sieht man auf einmal, okay, jetzt habe ich auf WhatsApp noch eine neue Nachricht und auf Facebook. Und dann klickt man halt schnell die App an und guckt dann, kontrolliert nochmal die Nachrichten und schreibt dann nochmal zurück und ist dann im Allgemeinen dann doch wieder abgelenkt vom Unterricht. Und deswegen ist es besser, wenn das Handy dann von vornherein einfach ausgeschaltet ist. Okay, möchtest du dich da Ja, anschließen? ich würde gerne sagen. Okay, gut. Dann
Der letzte Satz, den hatte ich vorhin abgeschnitten, der ändert nochmal was in der Zählung. Jetzt würde ich einfach alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, einmal ihre Ergebnisse im Chat zu teilen. Also einfach, wie häufig kam eine Einladung vor, dann E und die Anzahl, wie häufig kam eine Positionierung vor, P, die Anzahl, wie häufig kam eine Erläuterung von logischem Denken vor, R, und dann die Anzahl. Und dann können wir mal abgleichen, ob wir ungefähr gleiche Häufigkeiten festgestellt haben. Genau, E, also die Einladung zu sich zu äußern, kam dreimal vor, das hatte ich auch. Das war zum Beispiel in der Frage, was sagst du denn dazu? Oder direkt bei der Einführung, was sagt die Pro-Seite? Und dann, als der Junge übernimmt, möchtest du dich da anschließen? Das wären diese drei. Dann hatten wir P, auch drei, das hatte ich auch. Also die Positionierung kam dreimal vor. Einmal ganz explizit, meiner Meinung nach sollten Handys verboten sein. Oder ich habe aus meiner eigenen Erfahrung aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, genau. Das war noch einmal. Jetzt mal schauen, ob wir noch ein Gebot für R haben. Zweimal, genau. Das war auch mein Ergebnis. Einmal hat sie quasi reflektiert, dass dann zum Beispiel die ganze Klasse genervt wird, also warum sie sich entsprechend mit oder ohne Handy verhalten würde. Und auch diese Erläuterung mit der eigenen Erfahrung ist natürlich gekoppelt, nicht nur mit einer Positionierung, sondern auch damit, dass man erläutert, woher jetzt die eigene Meinung, die eigene Positionierung kommt. Perfekt, vielen Dank, Roxana. Also wir werden jetzt versuchen, statt so alle irgendwas zu hören, einen Dialog aus meiner Diplomarbeit zu analysieren. Und der Dialog fand während eines Mathematikunterrichts statt. Wir möchten euch bitten, genau die gleiche Aufgaben zu wiederholen. Das hieß, wie oft sehen wir uns einen Satz, wo eine Ausladung zur Einführung stattfindet, zum Beispiel. Also wir sind auf der Suche auf E, P und D, diese Denken. Ja, also ich möchte aber eine Sache klar machen. Also einfach Ja oder Nein, was oft in diesem Dialog passiert, sind keine so kategorisierbare Sätze, weil wenn es um eine Positionierung geht, muss es ganz klar sein, worum es geht, und die Diskussion muss schon ziemlich klar sein, worum geht es, ich positioniere mich über was. Genau, ja, und das ist, ja, das wollte ich klar machen. Also, Roxana, wir lesen jetzt einmal. Genau, und blenden auch den Text ein, sodass man ein bisschen mitlesen kann. Und Roxana, bist du Amy oder Bella? Ich bin Bella. Du bist Bella. Gut, dann 360 minus 110 ist 250 geteilt durch 2 ist 125. Also ist der Winkel D 125. Okay, hast du die Antwort für die zweite Frage? Ach ja, zusammen sind sie 180. Oh ja. Weil es ein gestreckter Winkel ist. Okay. Die beiden sind gleich. Also schreib da gleich hin. Die sind auch gleich. Und die auch? Diese sind gleich. Die auch? Die auch. Aber die nicht. Die sind zusammen 180 Grad. Sind sie das? Ja. Ja, sind sie. Und die sind weder gleich noch zusammen 180. Nein, sie sind nichts Besonderes. Also gibt es drei gleiche und einen besonderen. Dann kommst du an der zweite Gruppenactivity. Naja, findet die fehlenden Winkel in alphabetischer Reihenfolge. Also, das ist Winkel A. Für Winkel A, B und C, D habe ich 100 und E ist 80. Und dann G, nein, Entschuldigung, F. Was ist F? Ich bin so verwirrt. 87 plus 3 ist 90 und dann den Winkel addieren und dann 90 addieren. H ist also 93. Also H ist 93. I? E ist, alle Winkel in einem Viereck sind 90 und zusammen 360. 87 plus 93 ist 180. 180 und dann müssen wir mal 2 nehmen und bei 360 rauszukommen. 160. Die sind auf einer geraden Linie.
M und I gibt, naja, also I ist 74. Das heißt, M ist 86. Na, warte, lass mich erst die 1 lösen. 6? M ist 86. Nein, warte, nein. Ja, es ist auf einer geraden Linie. Das heißt, I ist 86 und K ist 74. 1006. Ich meine, 106. Warum hast du da 106 aufgeschrieben? Weil ich musste. Ah ja, sorry. 106, das heißt, L ist 106 und J ist 106, was bedeutet, dass O 74 ist. Okay. Dann sind wir am Ende dieses Dialogs. Sollen wir erstmal hier auch unsere Ergebnisse vergleichen, bevor wir ihn ein zweites Mal sprechen würden und das zweite Mal dann nur bei Bedarf? Ja, das können wir machen. Ich fand es, also wir haben jetzt, ich muss leider das Webinar verlassen. Zwei Teilnehmer mussten schon gehen und wir hätten noch eine Minute, bis quasi auch die reguläre Zeit aufgebraucht wäre. Das heißt, ich würde jetzt die Auswertung rasch machen und dann schauen, wie viele noch über die 20 Uhr bei uns bleiben können. Okay, wir haben eine Antwort, dass beim zweiten Gespräch quasi keine Zuordnung möglich war oder keine, dass diese Sprachakte sich jetzt nicht haben zuordnen lassen, in dass jemand eingeladen wurde, dass sich jemand positioniert hat, dass jemand erklärt hat, wie, wie man nachdachte. Ja, und das war eigentlich sehr schwierig, eine Kodierung zu finden, weil dieser Dialog sehr dogmatisch war. Auch für mich, also ich war ziemlich überrascht, weil ja, ich konnte nicht wirklich dann schätzen, oft, wie es, ja, wie ich das kategorisieren konnte. Also ich hatte nur, ja, wir können vielleicht ein bisschen länger warten. Ich musste, ja, naja. Sehr schwierig. Naja, eine Einladung kommt vor, genau. Bella fragt, ja. Hast du die Antwort für die zweite Frage? Oder ja. Warum hast du die 106 da aufgeschrieben? Wäre auch nochmal eine Einladung. Aber es gab auch, und ich finde das jetzt nicht in dem Moment, es gab auch ganz vorne, aber ein D oder R. Und ich weiß nicht, ob ihr das gefunden habt, aber 360 ist 110. Also minus 110 ist 250. Wir haben jetzt für R nichts, aber ich möchte gerne sagen, es gibt ein paar Sätze, wo Denken gezeigt, so mathematisch gezeigt wird. Und die waren mir wichtig, so 360 minus 110, ganz am Anfang, das ist die erste Linie, erste so Gruppe. Dann kommt diese Frage, diese Einladung, hast du die Antwort? Und so. Aber dann kommt sie nicht, also dann kommt es wirklich nicht irgendwie. Ja, und dieser Dialog mathematisch war eine Enttäuschung für mich als Lehrerin. Aber ich habe dann gefunden, dass es ging ganz anders. Also es gab Gruppen, wo man sich immer gefragt hat und die Positionierung kam. Aber hier war das wirklich, ja, also so ein bisschen, ehrlich gesagt, enttäuschend. Und auch wenn man so ein bisschen nur mathematisch sagt, das ist so, das ist so, das war immer ziemlich dogmatisch. Und es gab nur ganz am Anfang diese 100, ja, 360, minus 110. Das meine, war so meine einzige Ersatz, was komplett war. Ja. Und vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen. Also diese zwei Dialoge, die ungefähr gleich lang waren im Vergleich. Natürlich ist das eine Partnerarbeit, da sind weniger Personen quasi beteiligt, aber das andere Gespräch war auch ein moderiertes, also waren es auch immer wieder Zwiegespräche. Wir haben jetzt, sag ich mal, quantitativ herausgefunden, wir haben im zweiten Dialog von Amy und Bella insgesamt 4 Sprechakte charakterisieren können und zuvor hatten wir 8, also doppelt so viele. Das bedeutet also, dass wir quantitativ vielleicht ein Teil der Qualität von einem demokratischen Streit oder einem Dialog herleiten können. Aber natürlich ist dann quasi der nächste Schritt auch, sich zu fragen, wie wurde etwas formuliert und dann dort in die Analyse zu gehen. Sich das einerseits als Lehrperson zu überlegen, ist
eine Möglichkeit, das Tool anzuwenden. Andererseits wäre es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, wie wir es jetzt hier im Webinar gemacht haben, Schülerinnen und Schülern Einzelaspekte dieses SEDA-Frameworks zu geben und dann zum Beispiel in Rollenspielen oder in kleinen Phasen des Unterrichts auch mal aufmerksam zu sein und zu schauen, wie unterhalten wir uns eigentlich, wie häufig lädt denn zum Beispiel jemand ein dazu, dass jemand anderes auch seine Meinung äußert. Und das ist zum Beispiel, was häufig im Klassenzimmer zu beobachten ist, dass da der Ball an die Lehrerin oder den Lehrer häufig gespielt wird. Das wäre so eine Möglichkeit zu sensibilisieren. Genau, Chiara, möchtest du noch ein paar Worte sagen zu deinen Erfahrungen? Ja, also ich habe, also ich wollte erst so ein bisschen quantitativ tiefer gehen und sagen, dass ich habe jetzt vor Positionierung noch zwei Sätze, so ein bisschen, wenn man einfach sagt, ich verstehe das nicht, warte, bitte, warte. Das ist auch eine Positionierung, wo ich sage, ich nicht verstehe. Das ist so Linie 14 bei mir. 13 hier, nein, warte, nein. Mm. Und dann später, ja, Entschuldigung, ja, warum hast du 106, dann kommt eine andere Frage, wo man sich ein bisschen positioniert, aber auch an eine, auf eine Klarstellung fragt. Was ich auch sagen wollte, ist, ich habe also die Sätze, die wir vorher gezeigt haben, die Beispiele bei der so passende Satz-Activity, diese Sätze habe ich jetzt in der Klasse und ich habe jetzt, ich versuche mit älterer Schüler diese Beispiele zu geben, so dass wenn wir Gruppenarbeiten machen, können Sie zum Beispiel eine Rolle spielen. Und dann als Rolle werden die Schüler diese Sätze bekommen. Einfach so, dass sie lernen. Also, weil manchmal passiert bei unserer Schüler nicht, dass sie eigentlich über Meinungen reden. Dann lernen sie langsam, ihre Meinungen zu äußern, aber irgendwie höflich, demokratisch, auch wenn sie nicht die gleiche Stimmung zueinander haben. Ja, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Aber diese Rolle-Sache, diese Rolle-Aktivität ist also ziemlich neu für mich, aber es hat ziemlich gut geklappt. Gut, dann wäre jetzt die Frage von uns an euch, ob es offene Fragen gibt oder einfach Aspekte, auf die wir noch nicht eingegangen sind oder ein Aspekt, auf den wir noch mal kurz eingehen sollen. Ich sehe auch, dass wir schon ja gut 5 Minuten über der Zeit sind. Wir würden, also wir beide hätten jetzt aber noch Luft und wären für Fragen und Feedback auch. Warte ich mal, ob gerade was getippt wird und gehe schon einmal weiter in das Feedback, das wäre quasi, das wären unsere Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn es da das Bedürfnis gibt, wir freuen uns natürlich sehr, uns ein Feedback zu geben zu ein paar Fragen, die wir immer haben. Waren die Handzeichen oder dieses SEDA-Analyse-Tool, was wir vorgestellt haben, erscheint es eine hilfreiche oder sinnvolle Anwendung für euch? Haben sie euch irgendwie geholfen, einem Dialog oder einem Gespräch besser zu folgen oder in gewisser Weise teilzuhaben, auch wenn das jetzt erstmal am Bildschirm war und mit ein bisschen Fantasie dann in die Realität oder in den Klassenraum, in den physischen übertragen werden muss. Ob es irgendwelche Schwierigkeiten, Unklarheiten gab oder Verbesserungsvorschläge. Letzten Schritt, das ist dann was, dass man sich einfach nochmal später anschauen kann. Das sind einmal die Quellenangaben zu den Videos, aber dann auch nochmal zur Schule und natürlich zum SEDA-Framework. Der Link, wo man Zugriff hat auf die englischen Ressourcen bislang, aber es laufen auch Übersetzungsarbeiten, so wie ich gehört habe, auf das ganze Framework in all seinen Details, um sich da nochmal in Tiefe einzulesen, wenn man Lust hat. Okay, jetzt sehe ich, dass wir auch noch 2 Fragen haben. Eine Frage ist, wie führen wir die Schülerinnen und Schüler in SEDA ein? Chiara, möchtest du darauf eingehen, weil du das gerade im TOK-Unterricht anwendest? Ja, also SEDA ist sehr flexibel und Sarah Hennessy, die dafür verantwortlich ist,
Das ist für Sie ein Tool, aber nicht unbedingt in irgendeinen Zweck verwendbar. Das heißt, die Schüler sind nicht immer, also die Schüler waren bei mir nicht immer völlig, wie kann man das sagen? Also sie wussten nicht unbedingt, wofür ich alles geschrieben habe oder notiert habe und so. Und ich fand es bei jüngeren Schülern, dass es ziemlich schwierig war, CEDA zu erklären. Also CEDA ist eigentlich, wenn man eigentlich auf der Internetseite guckt, ziemlich kompliziert. Was wir in der Klasse mit kleineren Schülern, sie waren ungefähr 12 Jahre alt, gemacht haben, aber ist, wir haben zusammen Regeln bestimmt. Und das haben wir aber zusammen gemacht. Was sind die Regeln oder wie werden wir demokratisch reden? Und ich habe dann so ein bisschen, nicht übersetzt, aber vereinfacht. Also was sind diese Rollen? Und dann haben sie auch so ein paar gewählt. Welche waren für sie wichtig für Mathematik zum Beispiel? Ich finde das auch wichtig, dass wir sagen, okay, nicht alle Fächer sind gleich. Weil bei Mathematik zum Beispiel musste man immer, wenn man Denken explizit machen will, wirklich die Zeichnungen auch haben. Und ich finde das auch zum Beispiel sehr wichtig, dass, also in meiner Diplomarbeit standen auch oder gab es auch alle die Zeichnungen, die die Schüler hatten, weil wenn man manchmal Denken explizit machen will, manchmal ist eine Zeichnung genug, aber das ist nicht so bei der Geschichte. Also bei jüngeren Schülern war das so, dass ich musste das vereinfachen. Jetzt bei älterer Schüler, die ungefähr, bei uns sind sie 16 bis 18 Jahre alt. Ich habe nur die drei Kategorien genommen, die wir heute gesehen haben. Und ich habe denen einfach nur die Beispiele gegeben, um zu sagen, okay, wenn du nicht der gleichen Meinung bist, du könntest vielleicht so sagen, statt einfach nein. Also wir haben Schüler, die von autoritären Gesellschaften kommen, aus autoritären Gesellschaften kommen und ihre Lehrer sind auch so einfach dogmatisch. Kann man dogmatisch sagen, Roxana? Ja, autoritär auch. Ja. Und auch ein Fach wie Mathematik, wo ich finde es sehr wichtig in der Mathematik, dass wir eine Gesellschaft sind, statt ein Fach, wo es Wahrheit oder kein Wahrheit gibt. Und es gibt viele graue Zonen so. Und ich sehe Mathematik als eine Gesellschaft, so als Scientific, also nicht Scientific Community, sondern Mathematical Community, wo alle Leute zustimmen müssen, stimmen wir alle zu mit, was da geschrieben ist zum Beispiel. Und dann fand ich bei älterer Schüler zwischen 16 und 18, dass es ziemlich einfach war, einfach wenn ich die Beispiele gegeben habe, diese demokratisches Niveau ein bisschen zu verhören und zu sagen, okay, wir können ein bisschen besser machen. Ja. Und bei Erkenntnistheorie hat das ziemlich gut geklappt. Bei Mathematik ist es manchmal schwieriger, einfach nur, weil dieses Fach in verschiedene Länder in mehrere Länder sehr autoritativ als Fach ist. Ja, ich glaube, du hast noch einen wichtigen Punkt genannt, das fiel mir jetzt eben ein, dass auch noch auf uns Schülerinnen und Schüler zukamen, die sich jetzt außerunterrichtlich immer treffen zu Diskussionsveranstaltungen. Das ist jetzt natürlich was Spezielles, aber vielleicht hat man auch sonst irgendwelche AGs oder auch außerschulische Veranstaltungen, wo sich Schülerinnen und Schüler einbringen. Oder gegebenenfalls kann man das auch im Klassenzimmer irgendwo etablieren, wenn Schülerinnen und Schüler Interesse quasi haben und dann auch unterstützend mit diesem Framework umgehen. Also dass das so langsam durchtrickelt und nicht nur eine Lehrperson quasi dasteht und analysiert und Feedback gibt, sondern dass das von den Schülerinnen und Schülern auch verinnerlicht werden kann und sie selbst lernen, quasi darauf zu achten und sich gegenseitig auch dann nicht ständig, aber bei gegebenem Anlass auch auf solche Komponenten hinweisen können. Genau. Und Roxana wird einen Workshop geben in einer Schule, das ist nächste Woche. Um zu sagen, wieso in diese Assemblies
wie wir so demokratisch reden können. Was ich auch sagen wollte, ist, manchmal ist es schwierig für die Schüler, alle Sachen zusammen zu machen. Und deswegen hat die Rolle, diese Rollenspiel ziemlich gut geklappt. Das hieß zum Beispiel, Roxana heute ist die, die die Einladung führt. Und dann muss sie darauf aufpassen, dass in der Gruppe diese Sache passiert. Dann gibt es einen Schüler, der muss einfach denken heute. Ja. Und dann mit Rolle finde ich es einfacher als mit so Struktur. Einfach nur, dass jeder Schüler eine Rolle hat oder eine Rolle spielt. Okay, ich würde jetzt noch einmal kurz, damit alles auch gehört haben, die letzten 3, 4 Kommentare vorlesen. Habe ich gesehen, da kam noch eine Frage rein in Bezug auf die Handzeichen. Da kam zweimal das Feedback, dass sie sehr spannend, sehr hilfreich, als sehr hilfreich wahrgenommen werden, dass der Cedar-Frame auch sehr gut Lernen sichtbar macht und als spannend empfunden wird. Und dann haben wir noch eine Frage, ob Cedar von allen Kolleginnen und Kollegen an der Schule angewendet wird. Ich kann das eigentlich mit einem klaren Nein beantworten, aber andererseits auch dazu sagen, dass wir schon im Gespräch waren mit unterschiedlichen Personen und ich auch das Interesse damals als sehr groß wahrgenommen habe. Und wahrscheinlich ist das vielmehr eine Zeitfrage, dass sich sowas etabliert, als dass jetzt als dass wir ein Feedback bekommen hätten, dass Leute kein Interesse hätten oder eine Grundsatzkritik oder Vorbehalt. Ja. Aber das wäre natürlich auch nochmal interessant, wenn man dann in unterschiedlichen Fächern, auch in unterschiedlichen, vielleicht gleiche Schülerinnen und Schüler, in unterschiedlichen Gruppen und Gruppendynamiken nochmal so herausstellt. Man muss wahrscheinlich aber dann auch selbst einfach haushalten mit den Ressourcen und gucken, welche Aspekte, welche Unterrichtsstunden gucke ich mir quasi genauer an. Also ich stecke nicht drin, ich habe nur gesehen, was Chiara quasi in ihrer Abschlussarbeit gemacht hat und was das auch für einen Arbeitsaufwand bedeutet, wenn man da in jedes Detail geht, in jedem Gespräch und das für Klassengrößen mit vermutlich über 20, 25 Personen. Genau. Dann haben wir auch ein Dankeschön bekommen und ich würde mich auch sehr herzlich bedanken für die rege Teilnahme. Für uns war es auch ein Experiment, das online zu machen, das mit dem Tool zu machen und ich habe das Gefühl, also ich habe ein gutes Gefühl damit gehabt und es hat auch Spaß gemacht, sowas Neues auszuprobieren. Ja, vielen Dank, dass ihr auch länger bei uns geblieben seid. Ja, herzlichen Dank.